Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA Let's Play. Und wir spielen in der Pokalrunde gegen Hertha BSC Berlin, deswegen ist es jetzt außerhalb der Standard-Hochladetermine. Ja, es ist nicht Mittwoch, es ist nicht ein Freitag, es ist halt außerhalb. Spielen und wir spielen genau mit derselben Taktik, wie wir gegen Kaiserslautern gespielt haben, wobei wir gegen Kaiserslautern ja unentschieden gespielt haben, also ein trostloses 0 zu 0, aber gegen Hertha haben wir ja auch schon jetzt zweimal gewonnen. Und der Pokal hat ja immer so seine eigenen Regeln. Also, ich sag nur Vorrunde. Vorrunde des Pokals gegen den FC St. Pauli. Das sah auch nicht so toll aus. Und wir haben erst im Elfmeterschießen gewonnen. Also, ich will mich da nicht festlegen. Es könnte interessant werden. Nämlich, da wollen die Schalker hin. Später im Finale. Hier nach Berlin. Aber jetzt müssen sie erstmal die Hertha besiegen. Die Heimmannschaft dieses schicken Stadions. Und schauen wir mal, wie ein Pokalfight, ein Viertelfinale hier aussehen könnte. Schalke in Weiß gegen Hertha in Dunkelblau. Huntelaar. Budi. So, jetzt könnte es was werden. Super Trick. Und Raul 1-0. So hast du es wieder als Stamm. Raul erstmal Verteidiger ausgetrickst, muss er ja, und dann den Kraft schön verladen. So ist das halt manchmal. 1:0, siebte Minute. Da lässt du dich nicht kurz irgendwie so abfrühstücken. Nein, du machst direkt das Tor und direkt müsste auch die Antwort kommen. Aber der Schalker erneut. Puki kämpft hier sich, versucht hier den Kampf mit einem Verteidiger aufzunehmen. Kubiaschwili. Oddel. Zu Raphael. Raphael. Ja, voll verzogen. Das hätte ernsthaft das 1-1 sein können. Redmond. Raphael. Bolscheid soll den ja eigentlich decken. Und das macht er ja auch. Bolscheid kriegt den Ball. Lasogga. Puki. Nochmal Puki. Und nochmal Puki. Immer wieder dieser Finne. Puki. Puki. Nee, das kann ja nicht sein. Da rollt der Ball ins Aus. Da rollt der Ball ins Aus. Nicht das 2 zu 0. Raul. Ja. Also in der Verteidigung. Da rollen die Bälle ja förmlich vor die Füße. Aber nicht so präzise. Also, die Abwehr der Hertha immer noch irgendwie nirgendwo. Und überall. Ortel. Lasogga. Redmond. Redmond. Nein. Eine Minute Nachspielzeit. Raul. Spanier wird gestoppt. Fuchs. Zu Raul. Raul 2-0. Da scheint die Schalker Ruhrport. Genauso wie das 1:0, aber diesmal ohne Trick. Und der Halbzeitstand ist 2:0. Die zweite Halbzeit. Bislang trifft der Raul immer. Was ist eigentlich mit Huntelaar und Puki los?
Pucki. Vorteil und denkst du Vorteil. Freistoß, Fuchs. Und Fuchs trifft. Der Stammfreischütze trifft. Zum 13. Benatira. Raul Huntela. Der trifft immer noch nicht. Jetzt aber, nein. Puki. Da gibt er den Ball ja sogar schon mittlerweile ab, der Huntela. Bevor er den jetzt selber wieder versemmelt, gibt er den ja jetzt schon mittlerweile ab. Aber er kämpft hier. Der fightet hier. Einwurf. Und den versucht er ernsthaft von dort draus raufzuschießen. Hat er einfach so mal versucht. Wenn nicht die möglichen, dann die unmöglichen. Redmond. Und Freistoß. Freistoß von Fuchs. Und den kriegt er Kraft. Er war auch doch sehr präzise geschossen. Jedoch ein bisschen von der Entfernung geprägt. So, vier Schalke auf einen. Da sieht man, dass da Lücken sich überall bilden. Redmond. Zu Pucki. Der zu Raul. Hattrick Raul. Raul. Und Redmond, der trifft wieder. Aus dem Hinterhalt kommt er wieder. Der kommt schon wieder aus dem Hinterhalt. Vier zu null. So magst du siegen sehen. Pucki. Raul. Und er fällt. Elfmeter oder keiner? Freistoß. Aber ein ganz knapper Freistoß. Und Treffer, Fuchs. 5-0. Es wird ein Klassenunterschied wieder sichtbar, was man in der Liga ja nicht bei diesem Duell gesehen hat, aber naja. Gucken wir uns den Freistoß auch nochmal an. Ich glaube, der Fuchs hat bislang gar kein einziges Mal getroffen, ohne einen Freistoß zu schießen. Was ja auch nichts Negatives heißen mag. Redmond Fehlpass. Das sieht man von dem eigentlich gar nicht. Aber trotzdem, es ist egal. 5 zu 0 gewinnt der FC Schalke 04 gegen Hertha BSC Berlin und kegelt sie damit raus. Und das Halbfinale. Gegen wen geht es? Gegen wen geht es? Fragen wir uns das mal lieber still und leise und sehen zumindest, dass Kane mal wieder einen Aufstieg hat, das natürlich super ist. Und sehen auch, dass wir unsere Einnahmen immer schön im Blick noch haben, 2,9 Millionen. Und die anderen Begegnungen des Viertelfinals. Bayer Leverkusen gewinnt 2:1 gegen den FC Ingolstadt. Borussia Mönchengladbach gewinnt 2:1 gegen Hannover 96 und der Hamburger SV verliert 0:2 gegen den 1. FC Köln. Ja, das heißt also, entweder Leverkusen oder Gladbach oder Köln kriegen wir als Halbfinalgegner. Wir gucken mal.
Wir schauen mal und das nächste Spiel ist auf jeden Fall gegen den VfB Stuttgart und die Trainings sind abgeschlossen und wir schauen trotzdem auf den Kalender und wir gucken auf dieses Spiel und wir gehen auf weiter. Also erstmal hier, der Februar ist abgeschlossen. Das heißt, dann haben wir erstmal wieder hier die eigentliche Winterpause. Unser Gegner heißt Gladbach. Unser Gegner heißt Borussia Mönchengladbach. Und ja, Freundschaftsspiele gibt es in der Winterpause auf jeden Fall nicht. Wir haben sie ja schon vorperlich, die Winterpause-Spiele. Daher lassen wir die auf jeden Fall. Wir machen hier kein einziges Testspiel. Und ja, das heißt, Leverkusen spielt gegen den ersten FC Köln im zweiten Halbfinale. Und unsere nächsten Gegner sind der VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und Hannover 96. Und ich verabschiede mich meinerseits, einerseits, eurerseits. Wir sehen uns zum nächsten Spiel, nämlich zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Schalke 04. Also bis dann und ciao.